Schon seit Monaten halten sich Gerüchte rund um Rurik Gislason und Valentina Paade. Beide haben an der vergangenen Staffel von Let's Dance teilgenommen und seitdem wird ihnen eine Beziehung nachgesagt. Hinweise gab es natürlich auch einige, doch nichts ist besser als eine konkrete Ansage von einer der beiden Personen selbst. Die sollte der ehemalige Fußballprofi nun in der zweiten Folge vom Grill den Hensler Sommer Special abgeben, doch leider kam es nicht dazu. Der 33-Jährige war mit dabei, um ein Dessert zu zaubern und lieferte ein Skier-Soufflé ab, das den Promis am Ende ein Unentschieden gegen den Hensler sicherte. Zuvor wollte Moderatorin Laura von Thora von Steffen Hensler wissen, ob sie den Let's Dance-Gewinner nach Valentina Paade fragen soll, woraufhin der Koch antwortete: "Was ist los mit dir? Du bist doch schon vergeben." Doch natürlich ging es weniger darum, dass Laura von Thora nach Ersatz für ihren Gatten Simon Zoller sucht, sondern vielmehr darum, endlich ein klares Statement zu erhalten. Das kam auch prompt von Rurik Gislason, der antwortete: "Jeder verdient doch ein bisschen Privatlife, oder?" Da kann man dem sympathischen Isländer nur zustimmen, auch wenn sicher viele gerne eine etwas konkretere Antwort über seinen Beziehungsstatus erhalten hätten.